Du spielst den Euro Truck Simulator 2 oder den American Truck Simulator und hörst ständig nur Promods. Promods hier, Promods dort, Promods da. Installier dir doch endlich mal die Promods. Was ist denn eigentlich diese Promods? Das zeige ich dir in diesem Video. Auf geht's. Ja, und damit ein herzliches Hallo und Willkommen. Schön, dass du dir dieses Video anschaust und dich mit mir über die Promods informieren möchtest. Wir teilen dieses Video so ein bisschen in vier Teile ein, würde ich vorschlagen. Und zwar Teil 1, ganz kurze Erklärung nur, was ist diese Promods jetzt eigentlich? Dann schauen wir uns im zweiten Step an, welche verschiedenen Arten der Promods gibt es eigentlich? Was gibt es da für Mods? Teil 3 wird dann ein bisschen ausführlicher, denn da wollen wir schauen, was macht diese Promods mit unserem Spielerlebnis im ETS oder ATS eben. Ja, und zu guter Letzt in Step 4 schauen wir noch, welche Voraussetzungen müsst ihr erfüllen, beziehungsweise was müsst ihr haben und tun, damit ihr eben die Promods für euch nutzen könnt. Abfahrt, Abfahrt, auf geht's! Kommen wir also zu Punkt Nummer 1. Was ist Promods jetzt genau? Naja, es steckt ja schon im Namen so ein bisschen drin. Promod ist eine Mod und eine Mod ist ja nichts anderes als eine Abkürzung für eine Modification im Englischen. Und das meint, dass eben durch zusätzliche Software ein Spiel entweder erweitert oder entsprechend verändert wird. Konkret jetzt auf den Euro Truck Simulator bzw. auf den American Truck Simulator bezogen, bedeutet das, dass unsere Karte zum Beispiel in alle Himmelsrichtungen erweitert wird, beziehungsweise beim American Truck Simulator gen Norden erweitert wird. Da kommen wir ja noch genauer dann in Punkt Nummer 3 zu, wie sich das Ganze niederschlägt. Außerdem gibt es auf der Karte beim ETS und auch beim ATS dann dementsprechend mehr Städte, mehr Firmen, die ihr anfahren könnt, und im Speziellen gibt es auch viele, viele grafische Verbesserungen, sodass sich einfach euer Spielerlebnis signifikant verbessert. Und damit ich euch da noch überzeugt bekomme, bleibt auf jeden Fall dran und schaut bis zu Punkt 3 weiter, denn da habe ich richtig schöne Beispiele, wie sich diese Modification, diese Mod, diese Pro-Mod eben auf euer Game auswirkt. Ja, und was gibt es jetzt alles für Modifikationen von Pro-Mods für diese beiden Spiele, ETS 2 und ATS? Insgesamt warten 5 Pakete mittlerweile auf uns, wobei die ein bisschen unstetig verteilt sind, denn 4 davon entfallen auf den ETS und nur 1 gibt es für den ATS. Und wir beginnen mal mit dem größten Mod, und zwar mit der sogenannten Promods Europe, die eben die Karte im European Truck Simulator bei euch in alle Himmelsrichtungen erweitert. Im Norden beispielsweise könnt ihr bis nach Island hoch und Spitzbergen, schauen wir uns gleich in Punkt 3 nochmal genauer an, wie das aussieht. Im Süden bis nach Georgien, also die Karte wird größer, aber auch mit mehr Städten angereichert und eben mit grafischen Verbesserungen. Das wäre auch immer so meine Einstiegsmod, also wenn ihr bisher noch keine Promods installiert habt, würde ich mit der mal anfangen, denn die bietet einfach am meisten Veränderungen und am meisten Inhalt. Als zweites Paket für den Euro Truck Simulator gibt es dann dementsprechend die Middle East Promods, die eben eure Karte in den Mittleren Osten erweitert. Da könnt ihr dann auf einmal von Südgeorgien, Türkei bis runter nach Ägypten, durch Israel und diese ganzen Länder da fahren. Nochmal eine ganz, ganz andere landschaftliche Komponente auch. Auch das eine sehr, sehr schöne Mod. Und dann gibt es noch zwei kleine Inhaltspakete für den ETS, und zwar einmal den sogenannten Company and Trailer Package. Der bringt euch realistische Firmen ins Spiel, das heißt nicht mehr irgendwelche Fantasiefirmen, sondern ihr findet auf einmal LKWs von Metro, könnt selber für Metro fahren oder Lidl, was euch nicht alles für Firmen einfallen, die es dann da auf einmal gibt. Und es gibt noch das Kabinenaccessoire-Paket, da sind ganz, ganz viele, ja, ich sag mal, kosmetische Dinge drin und Deko-Gegenstände, mit denen ihr eure Kabine, euren LKW von innen verschönern könnt und euch ganz viel Bullshit einfach ins Führerhaus hängen könnt. An der Stelle eine klitzekleine Unterbrechung, denn wenn euch dieses Video gefallen hat bis jetzt und ihr schon echt was mitnehmen konntet, dann drückt doch einmal gerade unten auf diese rote Schaltfläche, sodass die graue wird, nämlich die Abonnieren-Schaltfläche, und abonniert diesen Kanal. Das kostet euch überhaupt nichts, aber mir helft ihr damit ein bisschen weiter, sodass dieser Kanal weiter wachsen kann. Das wäre echt super fein von euch. Jetzt geht's aber direkt weiter. Kommen wir zu Punkt Nummer 3 und damit endlich nach so viel Theorie zur Praxis, und wir gucken uns mal anhand von 3 bis 4 Beispielen an, wie sich denn jetzt so eine Vanilla-Version des Euro Truck Simulator, also ohne Mods, eben dann von einer Version, die mit der Pro-Mod hantiert, unterscheidet. Und zu diesem Zwecke habe ich jetzt mal hier 3 Videosequenzen rausgesucht, an denen wir links immer die Standardversion sehen und rechts dann eben mit der Pro-Mod installiert. Das ist dieselbe Strecke, die ich jeweils abgefahren bin. Und man sieht hier als erstes, das ist quasi die Stadtausfahrt aus Köln. Ich bin also vom gleichen Betriebsgelände aus Köln rausgefahren, um Richtung Düsseldorf aufzubrechen. Und man sieht schon hier auf der rechten Seite ganz, ganz deutlich diese Lagerhalle und auch die ganze Dekoration dann mit den Bäumen und eben die ganze Landschaft. Wie viel detailreicher die doch auf der rechten Seite als auf der linken Seite dann dementsprechend ist.
Wir gehen aber mal direkt weiter und zwar fahren wir jetzt eben auf die Autobahn, auf die A1, also über die A1 und die A3 Richtung Düsseldorf dann. Und dieser ganze Komplex, den wir hier derweil sehen, wie wir eben auf dieser Autobahn abbiegen, ist doch in der Pro-Mod wesentlich detailreicher. Man muss viel mehr Kurven fahren, man fährt von einer Autobahn auf die nächste, fährt über das Autobahnkreuz, fährt wieder auf die nächste Autobahn, während man in der Vanilla-Version, naja, relativ standardmäßig einfach auf die Autobahn fährt und die dann eben mal verlässt, um auf eine zweite Autobahn zu fahren. Das war's dann aber auch. Und auch wieder bei der Stadteinfahrt hier nach Düsseldorf rein kann man große Unterschiede feststellen. Ich lasse das auch mal laufen hier und man sieht in dieser Standardversion links, wir fahren halt eine relativ, ja, ich will nicht sagen triste, aber ich sag mal im Vergleich einfach, doch schon relativ karge Straße mit wenig links und rechts jetzt in die Stadt rein. So ein paar Gebäude sind zu sehen, während rechts in der Pro-Mod-Version doch deutlich mehr Content geboten wird. Also hier sieht man diese grafischen Unterschiede, von denen ich gesprochen habe, schon ganz, ganz deutlich. Und das müsst ihr euch jetzt vorstellen, solche Unterschiede gibt es einfach auf der kompletten Map dann. An allen Ecken und Enden ist es mit Pro-Mod einfach viel, viel detailreicher. Jetzt werfen wir aber nochmal einen Blick auf die beiden Karten. Ich habe hier mal als erstes die Karte des, ja, ich habe mal so einen Kartenausschnitt gewählt von Deutschland, also Erfurt in der Mitte ungefähr jetzt hier gerade im Kartenausschnitt. Das ist die Vanilla-Version. Versucht euch die mal so ein bisschen einzuprägen. Ich schiebe jetzt mal die Pro-Mods-Karte vom gleichen Kartenausschnitt rüber und ich denke, ohne dass man jetzt groß vergleichen muss und sich gemerkt hat, wie das vorher aussah, sieht man schon, wie viele Städte mehr hier einfach ins Spiel kommen, wie viele Straßen noch hinzugekommen sind. Also da wird deutlich mehr Content mit der Pro-Mod einfach geboten und das unterstreicht dann eben auch das wieder auf der ganzen Map übrigens, wie viel detailreicher und wie viel mehr Inhalt mit Pro-Mod da geboten wird. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ihr auch live bei mir mitfahren könnt in meinen Streams auf twitch.tv/derheinztv im ETS und ATS? Nein, doch. Schaut doch auch einfach mal da ganz schnell rüber und lasst mir ein Follow auf Twitch, da würde mich freuen, euch auch mal live begrüßen zu dürfen. Kommen wir zum letzten Punkt unseres kleinen Erklärvideos. Punkt Nummer 4, die Voraussetzungen. Welche Voraussetzungen müsst ihr jetzt erfüllen, damit ihr in den Genuss dieser Pro-Mods beim Spielen von Euro Truck Simulator oder eben American Truck Simulator kommt? Ihr müsst euch natürlich die entsprechende Mod runtergeladen haben und diese installiert haben. Wie das funktioniert, keine Angst, das ist echt kein Hexenwerk. Das zeige ich euch aber im nächsten Video. Das würde ich dann, sobald das erschienen ist, das wird nächste Woche sein, auch hier in der Playlist einfach anhängen, sodass, wenn ihr das Video jetzt nicht direkt nach Release seht, nicht eine Woche warten müsst, sondern einfach in der Playlist hier weiterschauen könnt oder eben einfach mal nach dem Video, was ich hier oben in der Infokarte dann nachträglich noch verlinke, einfach mal da weiterschauen. Wie installiert man die Pro-Mods? Gibt es ein eigenes Video dann für. Aber nicht jeder kann die Pro-Mods installieren und nutzen, denn die Hauptvoraussetzung dafür, dass ihr die nutzen könnt, ist, dass ihr alle Karten-DLCs des Euro Truck Simulators besitzt. Das heißt, wenn ihr das Grundspiel habt, reicht das leider nicht aus, sondern ihr müsst eben die komplette Karte beispielsweise des Euro Truck Simulators besitzen, um die Pro-Mods Europe installieren zu können. Vielleicht als kleinen Überblick, welche Karten-DLCs gibt es da momentan alles, also Stand jetzt Januar 2023, ich muss ein bisschen ablesen, damit ich nichts vergesse, gibt es das Iberia, also Spanien und Portugal DLC, Road to the Black Sea, es gibt Beyond the Baltic Sea, es gibt Italien, es gibt Frankreich, Skandinavien, Going East und demnächst erscheint Westbalkan. Die Reihe könnte fortgesetzt werden, deswegen mache ich immer kein neues Video. Schaut einfach selbst bei Steam oder wo ihr das Spiel gekauft habt, welche DLCs da alle gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr braucht sie alle, wenn ihr Pro-Mods spielen wollt. So, ich hoffe, du hast jetzt einen bestmöglichen Überblick darüber, was denn eigentlich die Pro-Mods ist. Kannst endlich mitreden in deiner Clique und keine Angst, wie gesagt, vor der Installation. Da kommt das entsprechende Video schon nächsten Sonntag raus. Für alle die sich dieses Video hier später anschauen, das ist es schon draußen und dann müsst ihr einfach nur in der Playlist weiterschauen. Das Video, wie installiere ich eigentlich die Pro-Mods. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Heinz. Ciao.